Ich mache mir Sorgen um dich. Oh, Mama. Was ist mit dir? Es ist alles in Ordnung. Nein, du siehst auch gar nicht gut aus. Dick geradezu. Einer Elfenprinzessin steht es nicht zu, sich Frustspeck anzufuttern. Wenn du so weitermachst, wirst du nicht mehr in das Hochzeitskleid passen. Ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit zu heiraten. Ach, Schätzchen, das hatten wir doch schon. Prinz Lalios wird nächste Woche eintreffen. Du wirst ihn mögen. Er ist charmant und sieh mal, er hat ein Bild von sich und seiner Schwester geschickt. Wer von beiden ist die Schwester? Der Elfenadel hat nun mal keine unrasierten Primitivlinge zu bieten. Damit musst du dich abfinden. Ich habe nicht das geringste Interesse an diesem Menschen, nicht mehr. Du bist hier im Herzen des Elfenreichs, im Schoß deiner Familie, wo du hingehörst. Niemand sollte hier traurig, erschöpft oder dick sein. Ich will doch nur dein Bestes, Ivo. Hast du das gesehen? Sie hat mich eingeschlossen. Ja, nur mein Bestes. Das sagt sie immer. Hast du diesen Prinzen gesehen? Ein Flusself, der aussieht, als würde er sich den ganzen Tag die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Hunderte Jahre soll ich mit jemandem an meiner Seite verbringen, den ich nicht liebe? Ohne mich. Und ob? Sie wird nichts unversucht lassen. Ihr ist doch nichts wichtiger, als mich endlich unter die Haube zu bekommen. Pff. Als ich da draußen bei den Menschen war, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, selber über mein Schicksal bestimmen zu können. Ja, es war gefährlich, aber gehört das nicht dazu? Ein Leben ganz ohne Risiko, das ist so... So. Du verstehst das nicht. Wenn ich könnte, würde ich sofort wieder losziehen. Du willst mich aufhalten? So wie beim letzten Mal? Ich wollte es Mutter nicht sagen, aber ich fühle mich in letzter Zeit tatsächlich nicht gut, Schieb. Das hätte ich auch gesagt, aber... Elfen werden fast nie krank. Da ist was dran. Ich war fast ein Jahr in der Welt der Menschen und viele von ihnen haben eine seltsame Vorstellung von körperlicher Hygiene. Naja, ich dachte, vielleicht ist es ein Fluch? Nein, das wirst du nicht. Ich kümmere mich selber darum. Mutter würde eine Staatsaffäre daraus machen. Ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt ein Medizinbuch unten in der Bibliothek. Ruhe ist nicht, was ich jetzt brauche. Ich werde nach unten in die Bibliothek gehen und nachschlagen, was mir fehlt. Ganz allein, wie eine erwachsene Elfe. Ich lasse mich nicht aufhalten, weder von verschlossenen Türen noch von dir. Die Zeit mit den anderen hier im Elfenhain war die schönste, die ich jemals hatte. Das Vieh wollte nie stillhalten, als ich es gemalt habe. Es hat immer Grimassen gezogen und versucht, mich zum Lachen zu bringen.
Wilbur war so aufgeregt. Er mag Elfen und unsere Geschichten. Er saß stundenlang bei meinem Vater und hat zugehört, wie er von vergangenen Zeitaltern erzählte. Verdammter Idiot. Ich habe in letzter Zeit schlecht geschlafen und fühle mich manchmal den ganzen Tag schlapp. Ich war noch nie krank, aber irgendetwas stimmt nicht. Hoffentlich finde ich in der Bibliothek Antworten auf meine Fragen. In den paar Wochen, in denen wir alle zusammen hier im Elfenhain gelebt haben, hatte ich Geburtstag. Für Wilbur war das eine große Sache. Er konnte nicht verstehen, dass man Geburtstagen nach ein paar hundert Jahren keine allzu große Bedeutung mehr beimisst. Er hat darauf bestanden, mir ein Geschenk zu machen. Tagelang saß er mit seinen knubbeligen Fingern in einer Ecke und hat mir diese Mütze gestrickt. Mein Schmuckkästchen dient als Podest für den zu kurz geratenen Narzissten da drauf. Cheep Cheep hat unser Abenteuer damals gut überstanden, auch wenn er selber das Gegenteil behauptet. Er hat monatelang jedem erzählt, wie er gerade noch mit heilen Federn davongekommen sei, als er mich gegen alle Übel der Welt verteidigte. Cheep Cheep betrachtet gerne sein eigenes Spiegelbild. Er wirft sich in Pose und versucht, sich selber zu imponieren. Meistens funktioniert es. Frisches Wasser aus dem Quellbach, dem kleinen Gewässer, das hier im Schloss entspringt und das ganze Tal versorgt. Leute kommen von weit her, um es zu trinken. Normalerweise befinden sich immer Früchte und Nüsse in dieser Schale. Vermutlich ist Mutter der Meinung, dass ich selbst auf diese Dinge verzichten sollte, solange ich in ihren Augen geradezu dick bin. Eine schöne rote Blume. Sie steht erst seit ein paar Tagen hier. Manchmal lässt Mutter mir eine neue Pflanze ins Zimmer stellen, die sie besonders schön oder interessant findet. Früher oder später wird sie dann ausgetauscht und bekommt einen Platz unten im Garten. Ich habe diese Spieluhr vor Jahren von einem Gesandten aus dem fernen Osten erhalten. Ihre Musik habe ich immer im Ohr, egal wo auf der Welt ich mich befinde. Ein Wächter mit Schild und Speer, wie jede Elfenfigur von makelloser Qualität. Früher habe ich tagelang hinaus auf die Wälder geschaut und mir vorgestellt, wie die Welt dahinter ist. Heute weiß ich es und ich glaube, ich vermisse sie. Wir haben viel exotischere Pflanzen hier im Palast, aber Sonnenblumen gehören zu meinen Lieblingen. Verzeih, ich brauche einige deiner Kerne. Cheep, wie wäre es, wenn du dich von der anstrengenden Selbstbewunderung erholst und dir stattdessen lieber den Bauch vollschlägst? So bin ich zu dir. Pfff.
Hey! Entzugserscheinungen? Ich muss mal kurz an die Spieluhr. Du musst nicht einmal den Blick von deinem hübschen Antlitz wenden. Na los! Er ist eingeschlafen. Es wurde dunkel und er ist einfach... Egal, ich habe erst einmal Ruhe vor ihm. Also los! Wie vermutet, niemand hier. Meine Eltern sind oben im Thronsaal und regieren das Reich. Naja, Mutter regiert. Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser. Cheep Cheep behauptet immer, es würde schnell verdunsten. Ich glaube aber, es liegt am ungehemmten Badespaß und seiner mittlerweile nicht unerheblichen Körperfülle, dass ständig Wasser nachgefüllt werden muss. Ein ziemlich kleiner, nicht allzu hübscher Baum. Aha. Ich möchte mal sehen, wie hübsch du aussiehst, wenn dich jemand morgens auf dem Pott stört. Du meinst... Was kann ich heute für dich tun, meine Schöne? Der Garten sieht wie immer fantastisch aus, Arbor. Danke. Ist eine Menge Arbeit. Die Leute denken immer, Elfengärten seien von Natur aus prächtig, aber das stimmt nicht. Es braucht einen guten Gärtner. Und du hast einen grünen Daumen. Ja, ist nur Moos. Das passiert schon mal, wenn man den ganzen Tag im Boden wühlt und sich abends nicht richtig die Hände wäscht. Ihr Baumhirten leistet großartige Arbeit. Baumhirten... Die Bäume stehen einfach rum. Wozu brauchen die einen Hirten? Obwohl, so einen Hirtenhund hätte ich gerne. Hey, Rex, willst du mein Hirtenhund sein? Nee, meine Liebe. Ich bin Gärtner. Nicht mehr und nicht weniger. Mutter hat mich heute Morgen auf Diät gesetzt, damit ich für meine Hochzeit perfekt aussehe. Bei ihr muss immer alles perfekt sein. In der Natur gibt es sowas nicht. Oder besser gesagt, alles ist perfekt, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt. Erzähl das Mutter. Das habe ich schon oft. Aber so klug sie meistens ist, so dusselig ist sie in diesen Dingen. Na hör mal, sie ist die Königin. Ich bin zu alt, um ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hihi. Blatt vorn Mund, verstehst du? Was steht heute auf dem Plan? Viel zu tun? Ach, das Übliche. Weißt ja, es regnet nie im Elfenhain. Aber die Blumen brauchen ihr Wasser, also gieße ich sie jeden Tag. Der Fluch des schönen Wetters. Das Wetter ist nicht das Einzige, das in diesem Land nicht stimmt. Ich bin seit 30 Jahren hier und seit 30 Jahren haben wir Herbst. Die Zeit verläuft anders im Elfenhain. Langsamer. Und deswegen werden alle hier steinalt, schon klar. Aber hätten wir normales Wetter und die üblichen Jahreszeiten, gäbe es hier deutlich mehr Abwechslung. Du und Vater, ihr kommt gut miteinander aus, oder? Niemand versteht mehr von der Natur als er, das ist mal sicher. Aber trotzdem bitte ich ihn nicht oft um Hilfe. Vom Nachdenken wurde noch nie ein Feld umgegraben, wenn du verstehst, was ich meine. Er ist eben eher Theoretiker. Der Matsch an den Füßen, der Geruch frischer Erde, all die Freude und das Leben. Er verpasst doch alles, wenn er da oben rumsitzt und nichts tut. Ich muss weiter. Ja, ich habe auch einiges zu tun. Ich weiß einfach nicht, was der Pflanze da fehlt.
Deine Mutter hat vor ein paar Tagen einen Haufen Blumen von einer Feendelegation geschenkt bekommen. Sind alle gut angewachsen, nur die hier nicht. Vielleicht braucht sie besondere Erde oder besonders viel oder besonders wenig Licht. Alles möglich. Wenn mir nicht bald was einfällt, muss ich deinen Vater fragen. Er kann mit ihr reden und sie sagt ihm vielleicht, was ihr fehlt. Wenn du hinaufgehst, wäre es nett, wenn du meiner Mutter nicht erzählen würdest, dass du mich hier draußen getroffen hast. Wieder mal ausgebüxt, was? Von mir erfährt niemand was. Die Pflanze sieht tatsächlich nicht allzu gut aus. Es ist ungewöhnlich, dass Blumen in diesem Garten ihre Köpfe hängen lassen. Normalerweise blühen sie in unserer guten Erde und unter den kundigen Händen von Arbor ist so richtig auf. Ein schöner Platz, solange einen die Bienen nicht stören, die direkt über der Bank ihr Nest gebaut haben. Mutter hielt es für ungehörig, dass die Bienen ihr Nest in unserem Garten bauten. Ich glaube, sie konnte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, nicht mehr die einzige Königin hier zu sein. Ich kenne nicht die Namen aller Pflanzen hier im Garten. Meine Großmutter kennt sie alle, was daran liegen dürfte, dass sie es war, die vielen Pflanzen vor Jahrtausenden ihren Namen überhaupt erst gegeben hat. Scheißbeerholz, Schwitztee, Schlotterblume, Fetthenne, Knöterich, Stinkwurzel. Wir laden sie nicht mehr zu Familienfesten ein. Das ist Mutters Spiegel. Man sagt, er könne bis in die fernsten Länder blicken und wisse, was in jedem Winkel der Welt passiere. Momentan ist es aber nicht mehr als eine flache Schale. Das Wasser fehlt. Der Topf von Arbor, ganz wörtlich. Ein handlicher glatter Stein, Arbors Hirtenhund. Im Teich wachsen Schilfrohr und Seerosen. Natürlich wurden sie angepflanzt. So hoch in den Bergen kommen sie normalerweise nicht vor. Mit einer Seerose kann ich wohl nichts anfangen. Aber ein Schilfrohr könnte schon nützlich sein. Dort oben entspringt der Quellbach. Hier ist er noch klein, aber er wird zum größten und wichtigsten Fluss im Waldlandreich. Das ist eine Trauerweide. Allerdings geht es ihr hier so gut, dass sie alles andere als traurig aussieht. Dort geht es hinauf zum Thronsaal. Mutter wird mit eiserner Disziplin die Staatsgeschäfte lenken, während Papa an den Lebensbaum gelehnt dasitzt und nachdenkt oder schläft. Es gibt einen Haufen Würfel hier. Eine Zeit lang war es in Mode, bei offiziellen Staatsbesuchen Geschenke in geometrischen Formen zu machen. Schwerter der Narren, die über die Jahre versucht haben, den Elfenhain zu erobern. In den letzten Jahrhunderten ist das selten geworden. Die Menschen und Zwerge scheinen dazugelernt zu haben. Es heißt, ein Herrscher im Norden wollte sich einen Thron aus den Schwertern besiegter Feinde bauen. Leider hatte er erst einen Gegner besiegt und kam ums Leben, als er sich trotz aller Warnungen auf den Thron setzte.
Vor einigen Jahren machte dieser Drache Ärger. Ein Kopfgeld wurde ausgeschrieben und alle Helden des Landes wurden aufgefordert, den Drachen zu erschlagen. 40 mutige Recken drangen in die Höhle der Bestie ein und erschlugen sie. Sie brachten den Kopf zum Palast und er wurde dort aufgehängt, um vom Sieg zu künden. Das Seltsame war, dass wenig später andere Abenteurer kamen und einen identischen Kopf dabei hatten. Dann kamen weitere Helden und dann noch mehr. Ein schönes Beispiel für die vielfältige Fauna unserer Welt. Schon verrückt, was die Natur sich einfallen lässt. Was haben wir denn hier? Aha! Almanach der Elfenheilkunde. Das habe ich gesucht. Au! Etwas vorsichtiger, wenn ich bitten dürfte. Ein sprechendes Buch? Eine kranke Elfe? Kranke Elfe? Ich sehe also krank aus? Was fehlt mir? Nun mal ganz ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin mit Sicherheit älter als du. Und das sieht man dir auch an. Ja? Nein, sieht man nicht. Und ich erkenne auch keine Krankheit. Allein die Tatsache, dass ich nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder aus dem Schrank geholt wurde, sagt mir, dass dir etwas fehlt. Ich fühle mich seit einigen Wochen nicht gut. Ich schlafe schlecht, habe keinen Appetit. Ich weiß, dass Elfen nur sehr selten krank werden. Aber wenn es das nicht ist, dann muss es irgendeine Art Zauber oder Fluch sein. Selten krank heißt ja nicht nie krank. Elfen können zum Beispiel an gebrochenem Herzen leiden. Bitte? Es ist eine der häufigsten Todesursachen bei hübschen Prinzessinnen. Es muss etwas anderes sein. Empfindliche Elfen leiden manchmal unter Weltschmerz. Es gibt eine Reihe Ohrenentzündungen und natürlich könnte es Lupus sein. Aber ich denke, es ist etwas anderes. Was ist es? Um ganz sicher zu sein, musst du einen Trank mixen und trinken. Ist es ernst? Allerdings. Bist du überhaupt qualifiziert, Diagnosen zu stellen? Und warum kannst du sprechen? Ich bin ein magisches Medizinbuch, womit eigentlich beide deiner Fragen beantwortet sein sollten. Ich habe noch nie ein sprechendes Buch gesehen. Natürlich nicht. Ich bin das einzige sprechende Buch hier. Das ist es ja. In der magischen Bibliothek von Seefels können alle Bücher sprechen. Da ist richtig was los. Das kannst du mir glauben. Du bist sicherlich ein Gastgeschenk einer Delegation aus Seefels, richtig? Korrekt. Ich Narr habe mich sogar freiwillig gemeldet. Als Buch über Elfenmedizin hatte ich in Seefels nicht viel zu tun. Ich dachte mir, hey, das ist eine Chance auf etwas Praxiserfahrung. Weit gefehlt. Wir Elfen werden nicht oft krank. Und vor allem habt ihr nicht viel für Bücher übrig. Das hier ist das Herz des Elfenreichs. Und schau dir doch an, wie mickrig die Bibliothek ist. Wir haben wenig Verwendung für Bücher. Wir singen Lieder über längst vergangene Zeiten und viele von uns waren selbst dabei. Das ist dann wohl auch der Grund, warum die Elfen immer mit weißer Weste dastehen. Wie meinst du das? Naja, über die Jahre werden die Lieder hier und da etwas verändert und angepasst. So lange, bis das Verhalten der Elfen jederzeit klug und moralisch einwandfrei erscheint. Wer könnte euch das schon nachweisen? Andere Augenzeugen gibt es nicht mehr. Und Bücher auch nicht. Ich will auf der Stelle wissen, was für eine Krankheit ich habe. Manchmal ist es besser, etwas nicht zu wissen. Ich kann es ertragen. Ein Placebo wirkt nur, wenn man nicht weiß, dass es ein Placebo ist. Braue den Trank, dann komme zurück und trinke ihn. Dann wissen wir mehr. Und wenn es doch Lupus ist? Bist du in letzter Zeit von einem Wolf gebissen worden? Nein. Dann kann es nicht Lupus sein. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas anderes ist. Der Trank. Trinke ihn, dann kann ich dir mehr sagen. Also schön, dieser Trank, was beinhaltet er?
Er ist sehr einfach zu mixen. Du musst die grüne Frucht eines Methusstrauchs, einen Löffel Honig und einen roten Hering zerstampfen und mit Wasser zu einem dickflüssigen Trank vermengen. Das klingt ekelerregend. Es ist Medizin. Und wenn ich sie trinke, werde ich wieder gesund? Wir wissen dann zumindest, was dir fehlt. So einen Methusstrauch. Wo finde ich den? Keine Ahnung. Ich bin nur ein Buch und habe die letzten Jahre zwischen einem Gesangsbuch und einem Kochbuch für Aufläufe gesteckt. Ein roter Hering? Ernsthaft? Natürlich, warum denn nicht? Rote Heringe sind landauf, landab als besonders nützliche Fische bekannt. Ihre Einsatzgebiete im medizinischen, kulinarischen und literarischen Gebiet sind zu vielfältig, um sie aufzählen zu können. Na gut, also ein roter Hering. Danke, ich denke, das war erstmal alles. Normalerweise beende ich meine Patientengespräche. Du bist nur eine Prinzessin, aber ich bin Arzt. Diese Blume gehört eindeutig zu den exotischeren Blumen hier im Palast. Sie stammt aus einem Land tief im Süden, hinter den Wüsten. Man sagt, eine Blüte dieser Blume werde als Kriegserklärung verschickt oder wenn man jemanden den Verstand rauben will. Warum hassen so viele diese Blume? Vielleicht hat sie einen abstoßenden Geruch? Das erklärt, warum die Blüten in 24 Ländern als Waffe gelten. Verschiedene Bücher über Tiere, ein Atlas, ein Buch über Menschen, eigentlich eher eine Broschüre. Und hier? Angeln für durchschnittlich Begabte. Goldschmiedekunst, Steinmetzkunst und ein Buch über Holzbearbeitung. Wie alle Bücher in dieser Bibliothek sind es Geschenke von Gästen. Die Logik dahinter muss sein, die Elfen, die haben doch so viele schöne Statuen und Holzarbeiten. Vermutlich interessieren sie sich dafür. Schenken wir ihnen doch ein Buch zum Thema. Dabei wird dann aber verkannt, dass wir, wenn wir uns für das Thema interessieren, ohnehin schon alles darüber wissen und die Bücher damit nutzlos für uns sind. Holzbearbeitung. Unten im Tal gibt es einen Meisterschnitzer, dem ich früher gerne zugesehen habe. Er kann Tierfiguren schnitzen, die so echt aussehen, dass Menschen und Zwerge glauben, es seien in Holz verwandelte Tiere. Hier geht es aber eher ums Heimwerken, Möbel bauen und solche Sachen. Hobeln Sie das Holz etwa einen Wichteldaumen dick ab und sägen Sie das Brett in zwei gleich lange Stücke. Wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht stehen im Angelbuch einige nützliche Praxistipps. Für eine lukrative Session mit erfolgreichem Drill kommt es nicht nur auf Art und Qualität des Tackles, sondern vor allem auf einen guten Spot und die richtige Technik an. Dabei ist es egal, ob man nun jiggt, stippt, trollt oder fiedert. Wobbler, Twister, Spinner, Blinker, Popper, Jigs, Jerks und Lifebaits wollen möglichst verführerisch präsentiert werden. Ich habe keinen Schimmer, was das alles bedeuten soll. Vermutlich sind meine Angelfähigkeiten noch nicht fortgeschritten genug, um dieses Buch benutzen zu können. Das große Pflanzenbuch Aventasiens von Charles Mendel mit Illustrationen von Alexander von Bonpland. Das ist ein Standardwerk, das Arbor früher tatsächlich immer mal wieder zu Rate gezogen hat. Aber mittlerweile behauptet er, er kenne es auswendig. Vielleicht kann ich Arbor bei seinem Problem mit dieser Blume helfen. Mal sehen.
Riesenbohnen, umgangssprachlich auch magische Bohnen, sind sehr selten. Sie sind die am schnellsten wachsende bekannte Pflanzenart. Aufgrund der hohen Kosten für die Bohnen werden sie fast nur im militärischen Bereich eingesetzt, zum Beispiel bei der Erstürmung hoher Burgmauern. Killertomaten gehören zu den hinterhältigsten fleischfressenden Pflanzen. Als Tomaten getarnt, lauern sie in Kleingartengebieten auf wehrlose Gemüsefreunde. Der Zornbaum trägt mehrfach im Jahr Früchte. Die Früchte des Zorns sind übelgelaunte Kreaturen, die ganze Landstriche in Schutt und Asche legen können. Magnolien aus Stahl sehen aus wie normale Magnolien, gehören aber zu den härtesten Pflanzen der Welt. Sie können durch schicksalhafte Frauengeschichten aufgeweicht und anschließend gepflückt werden. Liebeslilie. Die Liebeslilie geht früh in ihrem Leben eine dauerhafte Beziehung mit einer anderen Pflanze ein, die häufig ein Leben lang hält. Stirbt die Partnerpflanze, überlebt die Liebeslilie die Trennung normalerweise nicht. Diese Pflanze erinnert an die, mit der Arbor gerade Probleme hat. Alraunen dürfen nur von erfahrenen Gärtnern angebaut werden. Der Schrei einer Babyalraune kann Menschen im Umkreis von 20 Metern töten. Holz von intelligenten Apfelbäumen wird häufig für ebenso intelligente wie formschöne Wohnaccessoires aller Art eingesetzt. Botaniker hielten es lange für möglich, dass es auch andere intelligente Obstsorten geben könnte. Die Suche danach blieb jedoch erfolglos. Wachpflanzen wie Gilia audriensis gehören zu den ältesten domestizierten Pflanzen der Menschen. Sie wurden vor allem in Zeiten von Lebensmittelknappheit geschätzt, da sie weniger Nahrung benötigen als zum Beispiel Hunde, können in Ausnahmefällen ungesunden Blutdurst entwickeln, beeindruckende Singstimme. Ein Geschenk aus einem der nördlichen Königreiche. Seltsames Völkchen da oben. Die Männer klettern auf Berge und rufen umherfliegenden Drachen unflätige Dinge in der Drachensprache zu. Ist so eine Art Mutprobe, glaube ich. Wasser ist die am einfachsten zu besorgende Zutat. Davon haben wir hier im Überfluss. Das sollte reichen. Das Medizinbuch meinte, es müsse ein dickflüssiger Trank sein. Diese Blume wurde uns auch von den Feen geschenkt, genau wie die Liebeslilie unten im Garten. Ich möchte wetten, die beiden gehören zusammen. Ich nehme mir noch ein paar deiner Kerne, aber das sind die letzten, versprochen. Ich werde doch nicht... Es ist nur Erde. Ich sollte Mutter davon berichten, wie ihre Tochter hier in der... sie wäre begeistert. Hallo, Arbor. Oh, Ivo. Ich glaube, ich kenne den Namen deiner Patientin. Liebeslilie. Sonderlich verliebt sieht sie nicht aus. Das ist genau der Punkt. Liebeslilien gehen eine lebenslange Partnerschaft mit einer anderen Pflanze ein. Und wenn sie getrennt werden,
Dann lassen sie die Köpfe hängen. Schöne Theorie. Aber die Feen kennen sich mit Pflanzen aus. Sie hätten uns nie eine Liebeslilie ohne ihren Partner geschenkt. Guck mal, ich habe dieses Buch in der Bibliothek gefunden. Holzverarbeitung? Wieso zeigst du mir sowas? Ich dachte, es interessiert dich vielleicht. Ich mag keine Horrorgeschichten. Horrorgeschichten? Holz, das in ein sich drehendes Monstrum geklemmt wird, um dann Schicht für Schicht bis zum Kern abgedrechselt zu werden? Wie nennst du sowas, hä? So habe ich das nie gesehen. Äste werden abgesägt, Bretter zusammengenagelt, Holz mit Chemikalien bestrichen. Krankes Zeug. Wenn ich krank wäre und Medizin mixen müsste, dann würdest du mir dabei doch bestimmt helfen, oder? Krank? Du bist eine Elfe. Elfen werden nicht krank. Aber wenn doch? Schieß los. Wie kann ich dir helfen? Haben wir einen Metusstrauch hier im Garten? Ja, der Busch da. Aber dessen Früchte sind rot. Welche Farbe sollen sie sonst haben? Grün. Sind sie nur grün, solange sie unreif sind? Nein, dann sind sie blau. Grün sind sie, wenn der Busch Gefahr wittert. Bitte? Der Metusstrauch hat äußerst leckere, süße Früchte. Aber wenn er glaubt, in Gefahr zu sein, werden sie grün und sehr sauer. Ist eine Art Verteidigungsmechanismus. Verstehe. Und der Busch trägt rote Früchte, weil er hier nichts zu befürchten hat. So ist es. Hast du eine Idee, wie ich an Honig komme? Versuch's mal unten in der Küche. Ich würde lieber nicht durch das Schloss gehen. Ah, natürlich. Jemand würde es deiner Mutter erzählen. Ich habe spekuliert, ob mir das Bienennest dort am Baum weiterhelfen könnte. Da wäre ich vorsichtig. Die Bienen verteidigen ihren Honig und können schmerzhaft zustechen. Kann man sie nicht irgendwie ablenken oder austricksen? Imker tragen Schutzkleidung und benutzen Qualm, der die Bienen beruhigt. Aber ich habe keine Imkerausrüstung hier. Ich lasse den Bienen ihren Honig und sie bestäuben meine Blumen. So haben wir es schon immer gehalten. Ich sehe dich häufig angeln. Kannst du mir deine Angel leihen? Klar, wenn du sie mir heil zurückgibst. Was ist? Ich hätte fest damit gerechnet, dass ich mir selber eine Angel bauen muss oder dass du etwas für die Angel haben willst. Wieso? Ist nur eine Angel. Danke. Es muss nicht immer alles kompliziert sein, weißt du? Nochmal was anderes. Ich habe hier eine Blume, die dir bei deiner Liebeslilie helfen könnte. So? Ja, schau. Schau mal, kennst du diese Blume? Haha, das hast du gut gemacht, Mädchen. Ja, scheint so. Was ist das denn? Heulst du? Nein. Ja? Ich weiß auch nicht. Wie auch immer, ich habe mir auf jeden Fall erstmal eine Pause verdient. Hätte der Busch ein Herz, es hätte für ein paar Schläge ausgesetzt. Danke.
Ich habe nicht viel Ahnung vom Angeln, aber ich kann ja mal mein Glück versuchen. Wie vermutet, nichts. Allerdings, irgendwie habe ich das Gefühl, als wüsste ich nun etwas besser, was ich tue. Die Regenwürmer geben gute Köder ab und sollten meine Erfolgschancen beim Angeln steigern. Ich hänge immer einen an den Haken, bevor ich die Angel auswerfe. Ich schätze, dass ich einfach so lange üben kann, bis ich gut genug bin. Oder aber ich versuche eine Abkürzung, indem ich woanders mehr über das Angeln lerne. Oh, man kann riechen, wie sauer die Frucht ist. Diese Ohrringe hier, die glitzern und blinken im Sonnenlicht, das könnte nützlich sein. Das sieht vielversprechend aus. Schade. Ha, ein Klassiker. Vielleicht habe ich jetzt genug Vorwissen, um das Buch verstehen zu können. Klar. Aha. Zweimal also. Ja, das war informativ. Ein Klassiker. Nichts. Die Regenwürmer geben gute Köder ab und sollten meine Erfolgschancen beim Angeln steigern. Ich hänge immer einen an den Haken. Ein Klassiker. Na endlich!
Damit kann ich den roten Hering von meiner Liste streichen. Ich habe zwar, was ich brauchte, aber irgendwie macht das Spaß. Und vielleicht habe ich ja Glück und hole noch etwas Interessantes aus dem Teich. Schade. Ein Klassiker. Schade. Eine Anglermütze, die ich vor kurzer Zeit noch sehr hässlich gefunden hätte. Aber jetzt? Ich bin die Meisterin jeder Rute, die Herrin jedes Bachs und die Göttin des Wassers. Naja, und außerdem ziemlich schick. Das war's für mich mit dem Angeln. Ich kann nicht mehr besser werden. Der Rauch aus Arbors Pfeife scheint die Bienen zu beruhigen. Das ist meine Chance. Hey, sonst geht's noch? Sorry, musste sein. Ich kann diese Zerstörung der Natur nicht gutheißen, außer ich krieg die Hälfte vom Honig. Mehr brauche ich nicht. Der Rest ist für dich. Oh. Das ist das gute Zeug. Aber das muss reichen. Die Bienen brauchen auch noch was. Ungefähr ein Löffel Honig. Danke für dein Opfer, kleiner Fisch. Damit habe ich alle Zutaten zusammen. Jetzt muss ich sie nur noch zerstampfen. Ich
Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Elfenhain nie etwas Ekelerregenderes zusammengemixt wurde. Wow, ich hoffe, das ist ein Scherz. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, dass ich dieses Gebräu nicht trinken werde, bevor ich nicht noch einmal mit dem Medizinbuch darüber gesprochen habe. Ich will wissen, gegen welche Krankheit ein Trank helfen soll, der aussieht, als sei er schon mehrfach verdaut worden. Hi. Na, wo drückt denn der Schuh? Der Trank ist fertig. Aber du erwartest doch hoffentlich nicht ernsthaft, dass ich das trinke. Du musst. Cheap, es tut mir... Ja, ich weiß, aber... Das ist, Medizin. Naja, ich hab dir doch gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Und das Medizinbuch hier meint, es könne etwas Ernstes sein. Sie muss es trinken. Eine saure Metusfrucht, süßer Honig und salziger Fisch. Das sollte Klarheit bringen. Es ist nicht so, als dass ich dein medizinisches Fachwissen anzweifle, aber vielleicht hilft mir auch eine andere Medizin als dieser Ekelcocktail. Wenn du wissen willst, was du hast, trink die Medizin. Wenn nicht, diskutiere gerne weiter mit mir. Das ist ekelerregend. Das ist Medizin, die soll nicht schmecken. So ist es gut. Ganz austrinken. Gar nicht so schlimm wie gedacht. Eigentlich sogar ziemlich lecker. Könnte durchaus noch ein Glas davon trinken. Herzlichen Glückwunsch, Ivo. Du bist schwanger. Nein, das ist völlig unmöglich. Du musst dich irren. Das ist es, eine Fehldiagnose. Du bist eine Elfe und sagst zu dem Trank, ziemlich lecker, ich könnte glatt noch einen davon trinken? Da sprechen die aus dem Gleichgewicht geratenen Hormone. Ich habe keine Hormone, ich... Cheap, nein! Das Buch hat einen Fehler gemacht. Ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie mit Nate zur Sommersonnenwende im heiligen Wasser gestanden und dort das Lied des Lebens angestimmt. Wieso? Wie machen Menschen das? Sie tun was? Elfen und Menschen können zusammen Kinder zeugen. Aber ohne Sex wird das nichts. Seht ihr, wir hatten nie Sex. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber die Diagnose ist eindeutig. Tun wir mal so, als wäre ich schwanger. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Wenn wir ausschließen, dass das Kind auf natürliche Weise gezeugt wurde, wovon wir in diesem Fall einmal ausgehen wollen, dann bleiben nur noch die unkonventionellen Empfängnismöglichkeiten. Hast du mit einem Kobold einen Vertrag bezüglich eines Kindes abgeschlossen? Kind gegen Gold oder Königreich zum Beispiel? Nein. Sind dir Götter in Stiergestalt im Traum erschienen? Haben Engel mit dir gesprochen? Nein. Sind in letzter Zeit Sterne vom Himmel gefallen? Nicht, dass ich wüsste. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Zauber.
oder ein Fluch. Aber das ist nicht mein Fachgebiet. Ich wünschte, es wäre so, Cheep. Aber ich spüre, dass es recht hat. Ich bin schwanger. Eins ist klar. Mutter darf davon nie etwas erfahren. Ich weiß auch nicht. Meinst du, man wird den Bauch erkennen? Oh. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich bin anscheinend schwanger. Und wenn alle anderen Möglichkeiten wegfallen, muss ein Fluch dafür verantwortlich sein. Das ist großartig. Nein, nein, so meinte ich das natürlich nicht, aber überleg mal. Ich verflucht? Das klingt nach einem Abenteuer. Ist doch klar, was wir jetzt machen. Wir fragen Erzmagier Alistair. Er ist der weiseste Zauberer im Reich der Menschen und er ist ein Freund. Er wird uns sagen können, was das alles zu bedeuten hat. Oh nein, das wirst du nicht. Schon mal darüber nachgedacht, wer auf mich aufpassen sollte, damit so etwas nicht passiert? Alistair wird Antworten für uns haben. Wir müssen ihn im Magierturm zu Seefels aufsuchen. Nur, wie kommen wir dahin? Seefels ist viele Tagesreisen von hier entfernt. Ja, fliegen ist schön und gut. Vielleicht kannst du es mir ja beibringen. Nein, wir brauchen ein schnelles Transportmittel. Und dann sind da noch die Schildwachen an der Grenze. Sie können mit ihren Langbögen einer Fliege aus 400 Metern Entfernung ein Auge ausschießen. Und tun das auch, sollte die Fliege ohne Erlaubnis das Waldlandreich betreten oder verlassen. Das Losungswort der Schildwachen am Waldrand. Kennst du es? Das habe ich befürchtet. Und genau das ist das Problem. Mutter wählt jeden Tag ein neues Wort aus und mir wird sie es garantiert nicht verraten. Ach, warum kennst du das Losungswort nicht? Du weißt doch sonst immer alles. Hey, alles wissen. Mutters Spiegel. Man sagt, er sei nahezu allwissend. Er könnte auch das Losungswort kennen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Licht in die Angelegenheit bringen, Cheep. Wenn es ein Fluch ist, bin ich immerhin das Opfer, nicht die Täterin. Ja, ich weiß auch, dass sie uns so oder so die Schuld geben wird. Aber besser, wir haben einige Antworten im Gepäck, als einfach nur die Tatsachen zu präsentieren. Meinst du nicht auch? Eine Transportmöglichkeit und das Losungswort. Auf geht's! Hey, Cheep! Denk nach, Cheep Cheep. Wie kommen wir beide schnell nach Seefels, ohne dass mir Flügel wachsen müssen? Du hast die Lösung? Eine Fliegerzeitschrift? Du hast eine Fliegerzeitschrift abonniert? Ja, schon gut, schon gut. Seite 15. Hippogreifengestüt Ecoleus in den blauen Bergen. Die besten Schlacht- und Jagdhippogreife Aventasiens. Ein Hippogreif? Der könnte mich leicht tragen. Keine schlechte Idee, Cheep. Aber die blauen Berge liegen ein ganzes Stück entfernt. Und schau mal hier, was das kostet. Ein Kessel voll Gold. Wo sollen wir den hernehmen? Ja, ich schätze, du hast recht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Meinst du, ich könnte meinen Prinzessinnenbonus ausspielen und wir könnten uns beim Gestüt einen Hippogreif ausleihen?
Das dürfte deutlich weniger als einen Kessel voll Gold kosten. Du hast recht. Sie würden es überall herum erzählen. Nicht ideal, wenn ich inkognito reisen will. Das mit der Spieluhr tut mir leid, Sheep. Aber ich musste herausfinden, was mit mir nicht stimmt. Wieder Freunde? Gut. Dieses Sex, von dem du und das Buch gesprochen haben, was ist das und warum soll ich es nicht haben? Ich weiß, dass ich eine Elfenprinzessin bin. Genau deswegen sollte ich sowas ja auch bekommen. Vielleicht sogar zwei. Ach, ich finde schon raus, was ihr mir verheimlichen wollt. Ich habe noch ein paar Sonnenblumenkerne. Magst du? Kann ich mir vorstellen, dass dir die ganze Sache auf den Magen geschlagen ist. Wir stehen das zusammen durch, ja? Manchmal wünschte ich, ich hätte das Artefakt des Schicksals einfach behalten. Naja, ein Objekt, das dir jeden Wunsch erfüllt? Das wäre im Moment schon nützlich. Ja, ich weiß. Zu viel Macht für einen Einzelnen. Deswegen haben Erzmagier Alistair und ich ja auch Vorkehrungen getroffen. Bin gleich wieder da, Cheep. Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen sollte. Du solltest nicht rauchen. Wieso nicht? Ist ungesund. Keine Lunge, keine Probleme. Und findest du es nicht irgendwie abartig, dich selber zu rauchen? Ja, ich weiß. Ich bin schrecklich. Erzähl es niemandem. Du, aber ich muss den Elfenhain für ein paar Tage verlassen, wie es scheint. So? Mit der Erlaubnis deiner Mutter? Nicht so richtig. Das wird ihr nicht gefallen. Aber man muss tun, was man tun muss. Ich wünsche dir eine gute Reise. Danke. Und ich verrate niemandem, dass ich es dir erzählt habe. Das wäre ja auch noch schöner. Bleib nur nicht zu lange weg. Du weißt ja, die Zeit läuft draußen viel schneller ab als hier im Waldlandreich. Natürlich. In der Außenwelt altern wir wie Menschen. Daher meiden die meisten Elfen sie wie die Bäume das Feuer. Schön gesagt. Sag einmal, du kennst dich doch mit der Natur aus. Wie genau funktioniert das mit dem Kinderkriegen? Keine Ahnung. Habe ich mich auch schon gefragt. Die Bienen bestäuben die Blumensamen werden vom Wind fortgetragen und eine neue Pflanze wächst. Einfach und nachvollziehbar. Aber Elfen, Menschen und Zwerge produzieren keinen Nektar. Was habt ihr den Bienen anzubieten? Außerdem wachsen unsere Kinder nicht in der Erde, sondern in uns. Ich weiß. Ist das nicht bizarr? Wenn ich einen Kessel voll Gold bräuchte und wenn du einen hättest, würdest du ihn mir dann leihen? Wenn ich der Sultan der drei Wüsten wäre und du saftige Weintrauben hättest, würdest du mich dann füttern? Also schön, ernsthaft. Hast du einen Kessel voll Gold? Genauso wie du Weintrauben hast und ich der Sultan bin. Weißt du, wie man den magischen Spiegel beschwören kann? Sehe ich aus wie ein Zauberer oder Priester? Vielleicht hast du Mutter mal beobachtet. Klar, viele Male. Sie kippt Wasser aus drei verschiedenen Kelchen in die Schale und murmelt vor sich hin. Irgend so ein Elfenpriester-Magie-Quatsch. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Nö. Tja, ein allwissender Spiegel. Das wäre in meiner Situation mehr als praktisch. Die Frage ist nur, wie man den Spiegel beschwört.
Ich habe das noch nie gemacht. Hier sind drei Symbole auf dem Boden der Schüssel. Was könnten sie bedeuten? Jedes Symbol zeigt einen Tropfen. Mal ist eine Linie darunter, mal darüber und hier ist ein Kreis, der den Tropfen durchdringt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich habe die Symbole schon mal gesehen, oben im Tonsaal, wenn ich mich nicht irre. Jedes Symbol zeigt einen Tropfen. Ich habe keine Ahnung, aber... Dich kann ich gebrauchen. Warum nicht? Vielleicht habe ich Glück. Es funktioniert. Eines der Symbole glüht. Jedes Symbol zeigt... Es hilft nichts. Ich muss Papa sprechen. Die Mütze nehme ich aber besser ab. Wir wollen die Angelegenheit nicht unnötig verkomplizieren. Ivo? Ich dachte, wir hätten vereinbart, dass du in deinem Zimmer bleibst. Ich bin... Was bist du, mein Schatz? Schön. Ich bin schön. Aber natürlich bist du das. Du bist meine Tochter und eine Elfenprinzessin. Um mir das zu sagen, hast du meine Anweisungen missachtet? Ich bin kein kleines Mädchen mehr, das du in seinem Zimmer einsperren kannst. Nein? Wie bist du aus deinem Zimmer entkommen? Hast du Cheep Cheep ausgetrickst und bist über den Balkon geklettert? Das klingt sehr erwachsen. Ich habe mein Zimmer nur verlassen, um etwas trainieren zu können. So? Du hast es selber gesagt. Ich habe ein paar Unzen zugelegt und die werde ich nicht los, indem ich den ganzen Tag in meinem Zimmer auf dem Bett liege. Woher die plötzliche Einsicht? Ich kann mich nicht ewig fragen, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Vielleicht ist heiraten doch keine so schlechte Idee. Ganz sicher nicht. Und wenn du fleißig trainierst, wird Prinz Lalios dich schon mögen. Sicher, fein. Ich würde dir gerne behilflich sein, aber ich habe schrecklich viel zu tun. In Seefels scheint eine Art Seuche ausgebrochen zu sein. Eine Seuche in Seefels? Es ist seltsam, aus dem ganzen Mittelreich erreichen uns Berichte. Gegenstände und Wesen wurden verwandelt. Was meinst du damit? Die Lage ist unklar. Es scheint, als würde irgendeine fürchterliche Macht nach und nach das ganze Land verändern. Erinnerst du dich an die Geschichte des Nichts? Eine große Schwärze, die ein fantastisches Reich nach und nach verschlang? Natürlich. Dieses Mal ist es schlimmer. Es ist pink. Eine Seuche in Seefels. Ob das der richtige Ort für mich und das da ist? Andererseits sind Wilbur und der Erzmagier in Seefels.
Vielleicht kann ich Ihnen bei der Bekämpfung der Seuche helfen, so wie Sie mir hoffentlich bei meinem Problem helfen können. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist Mutters Fachgebiet. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegel. Nur Priesterinnen ist es erlaubt, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Bisher hat meine Mutter noch nicht versucht, mich zu einer Priesterin zu machen. Wenn ich Glück habe, bleibt es dabei. Man kann Mutter viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht fleißig ist. Im Gegenteil, sie arbeitet für drei, weil sie anderen nicht zutraut, die Arbeit genauso gut zu erledigen. Mutter? Ja, Ivodora? Die Symbole auf den Steintafeln, was bedeuten sie? Erst deine Einsicht die Hochzeit betreffend und nun auch noch Interesse am Spirituellen, du überraschst mich. Die drei Symbole stehen für drei verschiedene Formen des Wassers, die für viele Rituale wichtig sind. Wasser, das vom Himmel fiel. Wasser, das aus der Erde quoll. Und Wasser, das im Mondschein badete. Und was hat es mit diesen verschiedenen Formen des Wassers auf sich? Wasser ist nicht gleich Wasser, es verwandelt sich. Wenn es aus einer Quelle sprudelt, ist es Quellwasser, dann wird es zum Bachwasser, vielleicht zum Flusswasser und irgendwann Meerwasser. Die Stimme des Wassers ändert sich, seine Seele. Und wenn man verschiedene Formen des Wassers mischt, kann daraus Wasser mit mächtigen magischen Eigenschaften werden. Aber es ist nicht so leicht, wie du es dir vielleicht vorstellst. Wasser ändert ständig seine Form. Regen ist Wasser, das vom Himmel fällt. Doch sobald es in einer Pfütze landet, ist es nur noch gewöhnliches Pfützenwasser. Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du bist nicht wirklich dick, meine Liebe, aber auch nicht perfekt. Muss ich denn perfekt sein? Man ist nie perfekt, aber man sollte immer danach streben. Wenn man einmal zufrieden mit sich ist, fängt man nur an, nachsichtig zu werden. Unzufriedenheit kann einen weit bringen, mein Schatz. Warum willst du unbedingt, dass ich diesen Prinzen heirate? Weil ich glaube, dass es das Beste für dich ist. Und wenn ich ihn nicht mag? Dann wirst du lernen, ihn zu lieben. Warum kann ich mich nicht erst verlieben und dann heiraten? Und was, wenn du dich nicht verliebst? Willst du dann nie heiraten? Sei nicht kindisch, Ivodora. Weißt du schon, was wir gegen die Seuche in Seefels unternehmen wollen? Unternehmen? Nichts, mein Schatz. Es ist eine Angelegenheit der Menschen. Wir beobachten nur. Wie wäre es, wenn wir einmal ein Problem lösen, anstatt zu warten, dass es sich von alleine löst? Wenn Alistair meinen Rat wünscht, sollte er sich melden. Und bisher hat er das nicht getan. Aber... Ich dränge mich niemandem auf. Das da im Mondbrunnen ist doch sicher Wasser, das im Mondschein badete, oder? Natürlich ist es das, mein Spätzchen. Kann ich etwas davon haben? Es ist heiliges Wasser. Wir benutzen es nur für besondere Anlässe. Wofür brauchst du es? Ich habe Durst und dachte mir, das Mondbrunnenwasser hast du noch nie probiert. Und dabei wird es auch bleiben. Dieses Wasser ist nicht für so profane Dinge gedacht. Wegen des Mondwassers. Wofür Ich brauche es für einen Trank. Es ist eine der wichtigsten Zutaten. Tatsächlich.
Um was für einen Trank handelt es sich? Nun, das Mondwasser ist doch besonders reines und klares Wasser. Ich dachte mir, es könnte Grundlage für einen Schönheitstrank sein. In der Tat werden dem Wasser heilende Kräfte nachgesagt. Ich wollte dich nicht damit belasten, aber dann dachte ich, wenn ich für den Prinzen hübsch sein soll, könnte solch ein Trank nicht schaden. Du hast recht. Hast du ein Gefäß? Möge das Mondbrunnenwasser deiner Schönheit helfen, wie es mir stets geholfen hat. Bis später, Mutter. Mach kein Gesicht wie 7 Stunden Regenwetter, Ivo. Lächeln. Papa ist kein Frühaufsteher. Er braucht viel Schlaf, sagt er immer. Aber einen guten Grund konnte er mir dafür bisher nicht nennen. Hey, Papa! Der Tag ist längst angebrochen. Was? Ivo, wie geht es meiner kleinen Lieblingstochter? Ich bin deine einzige Tochter. Und wenn ich 100 hätte, du bist und bleibst etwas ganz Besonderes. Alle 99 anderen allerdings auch. Ist heute nicht ein wunderschöner Tag? Mal wieder. So wie die Raupen im Morgentau husten. Doch, dich scheint etwas zu beschäftigen. Sie hat mich eingesperrt wie ein kleines Kind. Streitet ihr euch wieder? Sie hat angefangen. Sie liebt dich. Und sie will nur mein Bestes. Wie kann es das Beste für mich sein, wenn sie mich ständig kritisiert und mich zwingt, Dinge zu tun, die ich gar nicht will? Sie glaubt, dass sie dich so am besten auf das Leben vorbereiten kann, das dich erwartet. Ich würde mir nur gerne selbst aussuchen, was das für ein Leben ist. Ich weiß. Deine Mutter versteht das nicht, weil sie nie diese Wahl hatte. Immer verteidigst du sie. Macht sie dich nicht manchmal auch wahnsinnig? Natürlich. Aber warum sagst du es ihr dann nicht? Spricht das Gnu vom Frühling, wenn der Schatten das Eichhörnchen kitzelt? Ich liebe sie. Es ist nur eine Phase. Sie wird sich ändern. Und wenn sie sich nicht ändern wird, werde ich sie nicht weniger lieben. Ich liebe euch beide, so wie ihr seid. Mit allen euren Fehlern und Macken. Mutter will, dass ich diesen Prinzen Lalilos heirate. Ich habe davon gehört. Ist es auch dein Wunsch? Ich wünsche mir, dass du glücklich bist. Aha, also heirate ich ihn nicht? Leider gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung. Oh. Du bist eine Elfenprinzessin. Früher oder später musst du heiraten. Nur wann und wen, das würde ich am liebsten der Natur überlassen. Ich wünschte, du könntest Mutter davon überzeugen. Ich befürchte, ihr Vertrauen in deinen Männergeschmack ist ein wenig erschüttert seit... Du weißt schon. Sie möchte verhindern, dass dir noch einmal das Herz gebrochen wird. Deswegen hat sie jemanden ausgewählt, den sie für den richtigen hält. Du Papa, hättest du das Artefakt des Schicksals damals benutzt oder hättest du es versteckt, so wie wir? Ich glaube, zu viel Macht korrumpiert jeden von uns. Aber du hast große Macht und hast sie nie für etwas Böses eingesetzt. Ich hätte mit dem Artefakt kranke Wälder geheilt. Ich hätte die Flüsse und die Luft gereinigt. Und dann hätte ich vielleicht Holzfäller verjagt und Fabriken der Zwerge zerstört. Aber ich hätte vielen Menschen helfen können. Dinge brauchen Zeit, Ivo. Erzwingt man Veränderungen, ohne dass ihre Zeit gekommen ist, dann sind sie nicht von Dauer. Ich muss dir etwas sagen, Vater, aber ich weiß nicht wie. Du solltest dir nicht allzu viele Sorgen machen. Das ist nicht gut für das Kind.
Du weißt es? Kann ein Zebra rückwärts laufen? Wie konnte das passieren? Woher kommt es? Das weiß ich nicht. Ist es wichtig? Ist es. Und ob? Ich will wissen, was mit mir passiert ist. Dann suche die Antworten, Spätzchen. Wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Weil ich weiß, dass am Ende alles gut wird. Und wenn es nicht gut wird? Dann ist es auch nicht das Ende. Wenn selbst du nicht weißt, was es mit meiner Schwangerschaft auf sich hat, muss ich nach Seefels reisen und den Erzmagier fragen. Dass ich es nicht weiß, bedeutet, dass du nicht auf natürliche Art schwanger geworden bist. Und wenn etwas nicht den Gesetzen der Natur entspricht, dann ist es Magie. Mit diesen Dingen kennt sich niemand besser aus als Alistair. Dann sind wir uns einig. Wie Schnecken, die auf Kohlrabi sitzen. Nur deine Mutter wird es nicht zulassen. Daran arbeite ich. Erleuchte mich, Vater. Der weite Himmel und die strahlende Sonne, versunken im Gebet, sind verwirrend für die geistig Schwachen. Das ist interessant. Erleuchte mich, Vater. Geister und Dämonen, versunken im Gebet, sind verwirrend für die geistig Schwachen. Darüber muss ich nachdenken. Erleuchte mich, Vater. Der gestreifte Kakadu und das hinkende Eichhörnchen, geliebt von mir wie nur wenig anderes, sind vielleicht schlau, aber nicht weise. Verstehe. Erleuchte mich, Vater. Alte Menschen mit Sonnenbrand, Tango tanzend und unflätig furzend, sind vielleicht schlau, aber nicht weise. Darüber muss ich nachdenken. Erleuchte mich, Vater. Geister und Dämonen, hoch auf dem Dach der Welt, sind ein liebreizender Anblick. Das ist interessant. Erleuchte mich, Vater. Alte Menschen mit Sonnenbrand, geleugnet von denen, die unachtsam sind, sind ein liebreizender Anblick. Das ist interessant. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Die Weide reckt vor lauter Fröhlichkeit ihre Äste in den Himmel. Ein Teil des Wasserfalls liegt wegen ihr schon im Schatten. Wenn sie weiter wächst, wird sie irgendwann den halben Garten beschatten. Ob Bäume einen Schreiner wirklich für den Butzemann halten? Es ist nicht nett, aber das muss ich ausprobieren. Man kann einen Baum mit Hilfe einer Axt und Keilen problemlos fällen. Meiner Erfahrung nach geht jedoch nichts über eine scharfe Säge, die von zwei Mann geführt wird. Ritschratsch beißen sich die Zähne der Säge ins Holz und schon nach Minuten stürzt selbst der größte Baum zu Boden. Anschließend werden kleinere Äste und die Rinde am Stamm mit Beilen entfernt. Zersägt in mehrere Stücke ist der Baum für den Abtransport bereit. Wow, ich fühle mich schmutzig. Wird schon wieder. Seit Nate wortlos abgereist ist, wittert Mutter ihre Chance, mich mit einem anständigen Elfenprinzen zu verheiraten. Ich habe bisher jeden Kandidaten erfolgreich vergrault, aber langsam verliert sie die Geduld. Hey, ein Regenbogen hat sich gebildet. Seit die Weide aus unerklärlichen Gründen die Äste hängen lässt, scheint die Sonne wieder direkt auf den Wasserfall und der wirft einen hübschen Regenbogen in den Garten. Nate meinte mal, Regenbögen würden nie die Erde berühren. Wilbur mochte das nicht glauben. Hier sehen wir, wer recht hatte.
Das ist Arbors kleiner Spaten. Er lässt seinen Kram ständig überall im Garten herumstehen, was Mutter natürlich wahnsinnig macht. Ein Kessel voll Gold und kein grimmiger Kobold, der ihn bewacht. Glück muss man haben. Also schön, Wasser, das im Mondschein badete. Damit muss Wasser aus dem Mondbrunnen gemeint sein. Aha! Damit glüht auch das zweite Symbol. Du lässt es dir gut gehen, wie ich sehe. Was kann ich für dich tun? Ich brauche deinen Spaten nicht mehr und habe ihn da drüben hingestellt. Das ist gut. Und ein schönes Loch hast du auch gegraben. Mitten in meinen Rasen. Oh, verzeih. Ach, was soll's. Ich pflanze irgendwas rein. Ich brauche eine bestimmte Art von Wasser, Arbor. Kannst du mir da helfen? Eine bestimmte Art von... Wer hat sich denn das schon wieder ausgedacht? Arbor, bitte. Ich brauche Wasser, das aus der Erde quillt. Da, der Wasserfall. So viel Wasser, wie du willst. Der Bach entspringt aus der Erde. So einfach ist das nicht. Das Wasser hat sich verwandelt. Ich brauche das Wasser direkt aus der Erde. Ihr Elfen müsst immer alles kompliziert machen, oder? Hast du ein Gefäß? Da, bitte. Und sag mir nicht, das wäre jetzt nur noch Schnodderwasser oder sowas. Das ist 1A Grundwasser. Es wird schon gehen, danke. Ich muss weiter. Arbeite nicht so viel. Nö, nö. Hoffentlich geht Arbors Spende als Wasser, das aus der Erde quoll, durch. Es ist ja nicht wirklich aus der Erde gequollen, aber immerhin ist es Grundwasser und es hat nie die Sonne gesehen. Nun glühen alle Symbole. Hallo? Bist du da? Ich bin immer da. Ich habe dich ganz alleine beschworen, ohne Hilfe. Du hattest Hilfe. Du weißt es nur nicht. Nein, ich habe das ganz allein geschafft. Ich bin der allwissende Seher und ich sage dir, du irrst dich. Du bist wirklich allwissend? Nein, aber es klingt besser als, ich bin der Seher, der mehr sah als jedes andere Wesen dieser Welt und doch nicht alles. Ich habe dich zwar herbeigerufen, aber ich weiß eigentlich gar nichts über dich. Lebst du im Wasser oder bist du das Wasser? Nein, das Wasser ist nur eine spiegelnde Oberfläche. Ich lebe auf der anderen Seite der Spiegel. Ich sehe, was vor den Spiegeln geschieht. Für euch sind es Spiegel, für mich sind es Fenster in eurer Welt. Okay. Du bist in jedem Spiegel? Auch in meinem Schlafzimmer? Ich kann durch jede spiegelnde Oberfläche blicken. Ich sehe alles. Aber du machst die Augen zu, wenn es angebracht ist, oder? Ich sehe alles. Ja, schon klar. Aber wenn sich jemand vor dem Spiegel auszieht oder peinliche Dinge tut oder Dinge, die niemand sehen soll, dann schaust du doch weg. Ich sehe bis in die entferntesten Winkel der Welt. Ich sehe das Gute und das Böse, das Schöne und das Schreckliche. Du hast mich gesehen, als ich vor meinem Spiegel auf einer imaginären Harfe ein Konzert gegeben habe? Das zähle ich zum Schrecklichen.
Und Mutter und andere beschwören dich, um dich um Rat zu bitten? Bitten würde ich das nicht nennen. Sie wissen, wie man durch einen Spiegel Kontakt zu mir aufnehmen kann. Sie wollen Informationen von mir, und wenn ich ihnen nicht antworte, bleiben sie da und glotzen mich an. Also hilfst du ihnen? Das ist die Frage, nicht wahr? Habe ich ein Interesse daran, der einen oder anderen Seite behilflich zu sein? Oder sehe ich lieber, wie sich eine Katastrophe entfaltet? Du würdest Öl ins Feuer gießen, nur weil dir nach einem verheerenden Brand ist? Ich könnte, doch meist beschränke ich mich aufs Zusehen. Ich sehe gerne, wie sich die Dinge entwickeln. Nur Stillstand mag ich nicht. Da bin ich durchaus versucht, jemandem einen Schubs in die richtige Richtung zu geben. Es soll eine Seuche in Seefels geben, die sich langsam ausbreitet. Was weißt du darüber? Es ist keine Seuche. Sondern? Etwas, mit dem du es zu tun bekommen wirst. Kannst du in die Zukunft sehen? Geschichten wiederholen sich. Andere Orte, andere Beteiligte. Doch der Ablauf bleibt gleich. Das Gute kämpft gegen das Böse. Warum bin ich schwanger? Du bist schwanger? Solltest du das als beinahe allwissendes Orakel nicht wissen? Ich habe es nicht gesehen. Wann bist du schwanger geworden? Das frage ich dich. Ach, verfluchte Romantik. Eine Lichtung im Wald, ein Bett im Kornfeld, nirgendwo spiegelnde Flächen. Hätten Nate und du es nicht woanders tun können? Was tun? Nichts. Gar nichts, Prinzessin. Ich brauche das heutige Losungswort der Schildwachen an den Grenzen des Waldlandreichs. Kennst du es? Natürlich. Deine Mutter hat es dem Anführer der Wache gesagt, als sie neben der spiegelnden Oberfläche des Mondbrunnens stand. Sagst du es mir? Unbedingt. Ich will wissen, wie sich die Sache entwickelt. Und in Seefels warten einige Überraschungen auf dich. Von denen du mir aber nichts verraten willst. Dann wären es keine Überraschungen mehr. Lautet das Losungswort Melon? Woher weißt du das? Geschichten wiederholen sich. Wusstest du das nicht? Danke für das beunruhigende Gespräch. Ich muss weiter. Ja, das musst du. Aber wir werden uns bald wiedersehen. Du meinst, du wirst mich sehen und jeden meiner Schritte verfolgen. Ja, aber das meinte ich nicht. Du wirst mich aufsuchen, bevor diese Geschichte zu Ende ist. Tatsächlich? Ja, du wirst deinem Freund in Not helfen wollen und wirst nicht wissen, wie. Dann wirst du mich suchen und finden. Wo werde ich dich finden? In einer fliegenden Stadt, in einem Haus ohne Ecken. Bis dann, Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Aber... Hey, Cheep. Ich habe hier einen Kessel voll Gold. Am besten wäre es, wenn du ihn zum Gestüt bringen könntest. Ich weiß auch, dass er zu schwer ist. Trotzdem, du könntest den direkten Weg nehmen, wirst an den Landesgrenzen nicht aufgehalten und wärst in wenigen Stunden wieder hier. In Seefels half mir ein Stärkungselixier gegen eine Orkkriegerin im Armdrücken zu gewinnen. Etwas in der Art bräuchten wir für dich. Bin gleich wieder da, Cheep. Du, Papa? Ja, Spätzchen.
Mal angenommen, Cheep Cheep soll etwas Schweres durch die Luft transportieren. Wie könnte ich dafür sorgen, dass er es schafft? Du könntest mich darum bitten, ihm die entsprechenden Kräfte zu verleihen, was du hiermit getan hast, nicht wahr? Würdest du? Ich kann ihm zusätzliche Kraft schenken. Aber der Effekt wird nicht lange genug anhalten, um euch, sagen wir mal, nach Seefels zu bringen. Das muss er auch gar nicht. Es geht nur um eine kurze Strecke. Bring mir einige Sonnenblumenkerne. Was genau hast du mit den Sonnenblumenkernen vor? Du wirst schon sehen. Es wird Cheep Cheep stark genug machen, auch eine sehr schwere Last eine Zeit lang tragen zu können. Ich habe hier ein paar Sonnenblumenkerne. Gut. Halt still. Das war's? Gib Cheep Cheep diese Körner zu essen, kurz bevor er zu seiner Reise aufbricht. Danke. Was immer du mit den Sonnenblumenkernen angestellt hast, es sah sehr nach Magie aus. Oh nein, es war das Gegenteil von Magie. Natur. Leben. Pures Leben. Was genau meinst du damit? Lausche dem Wind in den Weiden und dem Maulwurf und der Kröte. Sie kennen die Antwort. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Hey, Cheep. Vater hat diese Sonnenblumenkerne verändert. Und? Spürst du etwas? Nun übertreib mal nicht. Schon gut, hier. Ob das gut geht? Cheep neigt ohnehin zur Selbstüberschätzung. Was ist dann erst mit Super Cheep? Jetzt übertreibt er es aber. Ich dachte, du wolltest nur den Kessel voll Gold abliefern. Dir sei es gegönnt. Da drin ist er also, unser Hippogreif? Warum hat das Gestüt ihn verpackt? Hätten sie ihn nicht einfach neben dir herfliegen lassen können? Du meinst, er war schon in der Kiste? Du hast ihn gar nicht gesehen? Dein Vertrauen möchte ich haben. Naja, wenigstens ist er munter. Cheep hat den Hippogreif blind gekauft. Sein Vertrauen in das Gestüt Ikuleus ist größer als sein Misstrauen in die Verschlagenheit der Menschen. Ganz ruhig, ich bin ja schon dabei. Hast du noch die Quittung, Cheep? Cheep? Sah der Hippogreif in deinem Magazin nicht anders aus? Größer, mehr Greif, weniger Hippo?
Ob das die Seuche ist? Mutter sagte, sie verwandle Dinge. Cheep? Sah der Hippo? Ob das die Seuche ist? Du bist stark, oder? Du konntest immerhin die Kiste zertrümmern. Kannst du mich bis nach Seefels tragen? Also schön. Der Erzmagier ermordet? Von Wilbur Wetterquarz? Da ist irgendeine Schweinerei im Gange, Cheep. Ich glaube weder das eine noch das andere. Irgendjemand ist für diese Seuche verantwortlich und irgendjemand will unseren Freunden schaden. Auf nach Seefels!